Jan Frodeno und Christina Schwanitz, die strahlenden Sieger, die Sportler des Jahres 2015. Ironman-Sieger Frodeno und Kugelstoß-Weltmeisterin Schwanitz setzten sich in einer der bislang engsten Entscheidungen durch. Ich bin dankbar, so einen tollen Job zu haben und dafür auch noch ausgezeichnet zu werden. Ja, Hammer, ne? Das ist so, das Jahr ist jetzt perfekt abgerundet. Sehr schön, ich freue mich sehr. Als erster Triathlet überhaupt setzte sich Ironman Frodeno in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Skisprung-Weltmeister Severin Freund durch. Dritter wurde der nordische Kombinationsweltmeister Johannes Rizek. Jan Frodeno sicherlich eines der ganz, ganz großen Highlights, der ja hier 2008 in Peking Olympiasieger wurde und jetzt 7 Jahre später dann Hawaii gewonnen hat. Das ist wirklich eine großartige Leistung. An Jan war es sicher schwierig vorbeizukommen in dem Jahr und ich glaube auch für die Experten und Journalisten, die ja letztendlich gewählt haben, auch schwierig vorbeizukommen. Bei den Frauen ging es sogar noch spannender zu. Es war das zweitengste Ergebnis nach 1966. Ganze 4 Zähler trennten in diesem Jahr Siegerin Schwanitz von Speerwurf-Weltmeisterin Katharina Molitor. Knapp dahinter landete 5-Kämpferin Lena Schöneborn. Zur Mannschaft des Jahres wurden die weltmeisterlichen nordischen Kombinierer gekürt, gefolgt von den Biathlon-Staffeln der Frauen und Männer.